Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, wir spielen heute mit Team O, wie ihr gerade sehen könnt. Eigentlich wollte ich ja mit Shugart zuerst spielen und dann mit Timo, aber ich drücke mich immer so im Shugart, weil ich weiß, mit Shugart verkacken einfach so. Ich kann den RL spielen. Ich werde es auch tun, keine Angst, aber könnt euch auf eine Niederlage gefasst machen. Ja, mit Timo, ich hoffe, ich reiche zwar. Ich habe heute schon mal einige Spiele mit Timo gerissen. Ganz gut eigentlich. Boah, jetzt keine herausragenden Scores aus, aber ansonsten eigentlich ganz cool. Ich bin auf der Bot, weil wer die Piora ist auch da mit. Ja. Ansonsten spiele ich mit Timo mal mit, aber Piora hat es ja erst mitgesagt. Naja. Katharina ist mit bei mir auf der Bot. Tindermere ist auf der Top und Lesin ist auf der Dschungellinie, die nicht vorhanden ist. Also, ich nehme mal stark an, unsere Gegner werden Ashe und Karma sein. Malphite wird auf der Top sein, das wird der Jungler sein und das wird der in der Mitte sein. Oder die beiden tauschen, das kann gut sein. Ich denke mal, der Yasuo, der ist übrigens auch Bronze 1. Wir haben keinen Bronze im Team, wir haben auch keine Level 30er. Bin ich unfair, aber okay. Das Bronze 1 mit 300 Kills. Wins. So, könnte die Kamera jetzt langsam laden. Ich tue extra immer ganz am Ende des Ladescreens erst rein skrippen. Damit hier... Alter! Oh, sind sagenhaft 1% geschafft. Ja, das ist, ich weiß nicht, was das werden soll gerade, aber es ist, ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon hatte, aber ich habe jetzt mittlerweile, das hat man jetzt, glaube ich, gehört, das war jetzt uncool. Ich bin gerade im Teamspeak mit einer Gruppe, weil ich da gerade was laber. Die haben mich gerade in den Mute-Raum gesteckt, aber das hört man natürlich trotzdem. Und zwar wird es wahrscheinlich bald so kommen, dass ich eventuell in den LoL-Clan eintrete und dass ich da auch Let's Plays also die Let's Plays da auf der Seite poste. Wenn das alles so sein sollte, wie ich mir das vorstelle, wie das sein wird, dann wird es dazu mal Info geben. Momentan ist es aber alles noch in Bearbeitung. Ja, so. Jetzt wird erstmal hier Timo aus des Wars gekauft. Ich habe mir hier eine Klasse zusammengestellt. Ich gehe zuerst auf den... Irgend so ein Loot. Moment. Auf Rabadons Todeshaube gehe ich zuerst. Wie man hier sieht, in meiner Core-Konfi. Dann gehe ich gleichzeitig auch auf den Runarkans Bogen, damit ich gleich am Anfang schnell und viel Schaden mache. Ich gehe komplett auf AP. Und ja. So. Dann stellen wir uns mal hier hin. Ach, was war ich denn? Ich bin so blöd. Ich bin ja gleich damit. Ein mit Kammer. Bot mit Top. Was ist das? Erstatte Meldung. So, ich bin natürlich falsch gelaufen gleich am Anfang, das ist natürlich super. Einige von euch werden sich gleich gedacht haben, halt, was macht der? Links 2, 3, 4. Links 2, Timo 4, links 2, Timo 4. So, ich bin hier der Todeswächter, hier hinten ist der Eingang zu der vergangenen Welt. Wollte ich schon mal gesagt haben. Dam, 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 dam. Erstatte Meldung. Dann stelle ich mich mal herüber und tu mich. Ja, okay, Ash ist hier. Habe ich natürlich einen extremen Vorteil, weil ich genauso Karma ist hier. Weil ich genauso Gift schieße wie Timo, aber wie Ash, aber. Quatsch, weil ich genauso weiter schieße wie Ash, aber gleichzeitig natürlich noch Gift schieße. Ist natürlich ein Vorteil ihr gegenüber schon mal. Waffnet und bereit.
Also ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht Bot gespielt mit Timo. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt hier. So muss ich wahrscheinlich gerade rauszauen. Links 2, 3, 4. Ich kam was jetzt da hinten gerade ein Warp. Und ist unten wieder aufgetaucht, alles klar. So. Ist aber auch blöd, die lässt sich aber auch trollen von der. So, Level 2 jetzt. Autsch, das verwählt, das war ungewollt. Kann man sich sicher vorstellen und das ging nach hinten los. Juhu, da ist gleich das erste Blut an den Feind gegangen. Das ist ja toll, das sieht man immer gerne. Wundert mich halt, dass sie nicht vergiftet war, aber okay. So. Jetzt hält mir natürlich wesentlich besser. Alter, ernsthaft. Das geht ja super los, ey. Die Ash ist mir im Kampf auch voraus. Wo ich mir, dann hol ich den da noch, dann hol ich den da noch. Alter, was soll der Mist? Ich muss den zweiten Drang jetzt schon schlucken. Also auf Top habe ich nochmal, auf Mitte habe ich nochmal nicht so die Runde. So. So. Alter, das kann nicht sein. Schön, dass ich Spiel selbst schon weiß eigentlich, wie gut die ist. So, da hat sie mich nicht erwischt. Und Gift auf 2. Wie mit allen anderen Champs, ich muss es eigentlich nicht jedes Mal ankündigen, aber ich sage es trotzdem, ich bin der unerfahren mit denen. Mein Hauptcharakter ist immer noch Ash und Warwick. Ich habe also keinen richtigen Plan mit Timo. Er ist aber ein wirklich sehr einfach zu spielender Charakter, der normalerweise auch sehr schnell zur Hochform aufläuft, aber momentan ist es gerade ein bisschen suboptimal alles. Ich habe auch gar keine Chance, irgendjemanden anzugreifen, weil die Katharina sofort tot geht. Und ich natürlich dementsprechend mich immer zurückziehen muss. Ja, das ist schon ziemlich doof zu schießen, wenn da so wieder Vasallen im Weg stehen. Gut. Toll, die ist schon so hoch ins Level, dass ich... Alter, das kann echt nicht sein. Die fehlt hier! Die fehlt sich dort! Das ist Feeding! Ich schicke dich bald in die Hölle! Hölle, Hölle, Hölle! Okay, das war's. So, hier sehen wir. Wir machen denselben Schaden, wie du machst. Ich mach Vergiftung dazu. So, jetzt machen wir denselben Schaden. Da hat mich nie erwischt. Ich habe eigentlich gar keine Chance gegen die. Jetzt habe ich sie gut erwischt gerade. Jetzt hat sie annähernd so viel Leben verloren wie ich. Sind aber immer noch zu zweit. Katharina versucht auf den Ball zu kommen. Da ist der Sinn. Ich sag, der Sinn mal so helfen. Weil das wird ja leider nichts mehr. Lass mich!
Das war alles ernsthaft. Das war dein Gang. Du hast einmal zugeschlagen und bist gegangen. Das war dein Gang. Wow. Ich bin schwerlich beeindruckt. Uncool, 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 uncool. Uncool. Boah, war das knapp, ey. Lass mich bestimmt nicht feeden. Also ich lasse sie bestimmt nicht feeden. So. Jetzt können sie nicht mal hier. Jetzt geht's mit Pilzen los. Pilze, ich mag Pilze. Sag mal, magst du sie auch? Knusprig, lecker, flopsig. Alter. Kannst du vergessen, ich tue, das war's. Ja. Und statt sie sich, ach, sie ist Level 4. Oh nein. Nein. Okay, ich hole mir jetzt mal den Stab. Ich dachte, ich kann mir den Stab gleich am Anfang, weil es den großen, den übergroßen Stab hier. Der große Stab. Wie witzig. Und dann gehen wir mal hier runter. Das Spiel läuft seit 8 Minuten und ich bin schon gestorben. Und Fioras, das ist ja... Nee, Alter, wir sind alle... Oh, Alter, 2 zu 8. Ja, meine lieben Freunde, es sieht aus, als wäre dieses Spiel mittlerweile längst schon verloren. Ich bin gespannt, wie das hier heute noch ausgeht. Ich bin... momentan der mittlere Meinung. Ich weiß, ich müsste die auch in die Büsche einstellen. Aber ich habe die jetzt mal da, damit unser Tower gesaved ist. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, ist ja natürlich 3. Ist ja wieso, dass ich gegen die 2 schon Probleme habe. Da kommt noch ein dritter. Genau. Immer auch schön weitermachen. So. Links 2, 3, 4. Auf hier lang, hier läuft hier lang, hier läuft hier lang, hier. Die sind nicht durch die Büsche durchgelaufen, ich glaub's nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen nah. Könnte durchaus passieren, dass wir jetzt diesen Gras dran retten. Die steht da freudestrahlend und wartet darauf, dass... Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Katharina kriegt aber nichts auf der Reihe, gell? Bewaffnet und bereit. Oh! Was ist denn jetzt los? So. Wir hatten den Lack, aber wir haben es geschafft, das ist gut. Ich habe übrigens jetzt den Gegner-Chat angemacht. Falls es jemand interessiert. Nein, ich setze ja nicht an. Ich wusste auch nicht, dass das geht. Mittlerweile weiß ich es jetzt und habe es auch gemacht gleich. So. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber ich benutze die Blendpfeile, wenn ich Zeit habe, gerade immer so ein bisschen zum Farmen mit. Finde ich eigentlich ganz cool. Bei Turm funktioniert es nicht. Ich probiere es gerade hier so gut hier. Bei Turm geht's nicht. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz nice gemacht. Kann ich hier mal einen Pilz hinstellen. Ich hoffe, dass die Vasallen jetzt hier nicht reinrennen. Was sie dann eigentlich jetzt hier nicht doch tun. So, hat sie nicht mehr bekommen. Sehr schön. Ich könnte mich theoretisch einfach mal hier herstellen. Links 2, 3, 4. Na komm. Schade, dass ich nur Level 2 habe. Level 2 würden sie dann noch mehr Schaden ziehen.
Und ich bin ein Level zurück. Ich hänge ein Level zurück. Und entkomme jedes Mal wieder. Und jedes Mal versuchen sie es wieder und jedes Mal versagen sie wieder. Das war doch mehr als ein Glück. Ja, ich glaube, ich gehe weg. Das bringt mir hier nichts. Der Turm ist fast verloren. Ja, ich kann noch nicht so... Es muss am Server aber liegen. Das liegt nicht an mir, aus dem einfachen Grunde, weil das halt nicht das erste Mal ist, dass Lack kommt. Und da ich, wie ich gesagt, schon mit mehreren Leuten gespielt habe und viele gesagt haben, dass es lackt, also es liegt am Server, nicht an mir. Da sagst du jetzt auch noch, um mich rauszureden. Nein, ihr habt ja gerade im Chat gelesen, deswegen kam ich auf die Idee, das gerade sagen zu können. Die Idee, das gerade sagen zu können, das finde ich mit Absicht. Jetzt so, als hätte ich es gerade erwartet hätte. Nee, aber ihr wisst ja, was ich nicht meine. Wir hätten hier, stirbt ja einer von uns. Oh, nee, ach, alles gut, klar, alles klar. So, ich mache ja mal Plan 35, flupp, ein Pilz ins Gebüsch. Und flupp, ein Pilz hierhin. Und dann schauen wir mal, ob hier ein Buff steht. Oh, guck mal, ein Buff. Was bist du denn, mein Kleiner, ne? Do you need stress? Oh, hast du mich verfehlt? Oh, hast du mich verfehlt? Hast du mich verfehlt? Armes kleines Ding, du. Was? Ich konnte nicht mal angreifen. Ich habe auf den geklickt. Wieso ist er nicht gestorben? Alter, ich stirb das Ding. Okay. Ah, den Buff habe ich, hab ich jetzt auch nicht mehr, weil der gekillt wurde. Ja, ich gehe mal ein bisschen Fähigkeitsstärke bringen, dann habe ich gar nichts mehr. Ich muss jetzt ganz schnell irgendwie Fähigkeit dazu bekommen, damit ich hier überhaupt noch was ausrichte. Wir sind überall eins zurückgedrängt worden und haben noch nicht einen einzigen Turm selbst gehütet. Das ist natürlich sehr optimal. Genau, vor allem ich habe in Absicht Timo genommen, aus dem Grund, da ich wusste, dass ich gewinne. Und jetzt sowas. Echt nicht schön. Jetzt will ich nicht einen Pilz hin. So, Gift auf volles Level. Und dann, ja, es bleibt mir übrig, ne? Feinde sind schon Level 11. Wir sind noch nicht ganz der Burner mit meinem Level. Timo, nicht so aggressiv. Der Affe kommt jetzt hierher, glaube ich. Geht hoffentlich durch den Busch durch. Ja, sehr schön. Komm, geh in den Busch, bitte geh in den Busch. Hm, gegen zwei habe ich natürlich wenig Chancen. Wenn sie schlau sind, sehen sie mich. Aber irgendwie nicht. Da warte ich heute einfach auf sie. Echt jetzt so?
ruhig näher. Boah, wer ist ein? Der dumme Turm greift natürlich nicht ihn an. Das raff ich manchmal nicht, also. Ich werde immer angegriffen, wenn ich Gegner in den Turm angreife. Ich weiß nicht, warum das bei dem nicht der Fall ist, aber na gut. So, was mache ich denn? Ich kann mir absolut nichts leisten. Es ist verloren, das Spiel. Es ist verloren. Es ist... Ich habe 3 Tode und 1 Assist. Sind hier wahrscheinlich der Beste damit. Ja, yep, ich bin der Beste. Mit 3 Toten. Da hat zwar einer... Ach nee, da ist ja einer ein bisschen besser. Mit 5 Kills. Gut, okay. Hey, guck mal her. Pilze aufstellen, weil sie uns verfolgen wollen dann noch. Der ist tot, okay. Hilfe! Help me! Oh, das kann nicht sein. Hä, die hat ja nicht gut gemacht, der war noch in der Bild. Ich will es einfach gar nicht wissen. So, ich habe nichts. Und da verkaufe ich mir jetzt eine Runde 4. Der Gegner ist nicht aufzuhalten. Lehrerstab, yay! Ein End-Item habe ich jetzt mittlerweile. Es ist doch schon mal eine ganze unvorhandene Menge. Dann gehe ich jetzt am besten mal auf die Lane hier und tue da mal ein paar Pilze platzieren. Weil hier wird es noch richtig abgehen. So, und dann noch mal hierhin. Die werden eh am Ende über die Midlane kommen, von daher mache ich mir keine Sorgen. Nein, lass mich. Jetzt hat er mit 13, da habe ich gar keine Chance dagegen. So, ich versuche mir noch ein bisschen zu leveln hier irgendwie, was ja gar nicht mehr bringt anscheinend. Ja, 2 Level 12, der Rest ist Level 9. Ich komme mir irgendwie nicht mal blöd vor, dass ich Level 10 erst bin. Weil, ganz ehrlich, nach dem Feeling gerade eben. Oh, die stirbt. Flup, ist sie down. Und flup, ist hier ein Pilz. Ich kann nicht weglaufen. Das hätte nichts gebracht. Gut, okay. Der stirbt natürlich auch nicht am Gift. Wäre auch zu blöde, wenn er das tun würde. Ich hätte gern den Hut langsam, kann ich mir aber nicht leisten. Dann hätte ich gern den Stab hier, den kann ich mir aber nicht leisten. Dann muss ich mal das hier holen. Ich habe den Lebensgürtel, welche das brauchen. Dann porte ich mich doch mal gerade hierher.
Bauen bei. Ha, das haben wir nicht mehr im Pilz gerannt, gell. Diese Farm, wenn ich irgendwie das zustande kriege. Hilfe! Ah. Das ist scharf, das war's. Jetzt rennt er hier lang? Nee, aber hier rennt er. Nein. Oh. So, weil ich verarschen kann, dann kann er mal da langrennen. Die lassen sich alle hinterm Turm kühlen, das ist viel härter. Und das wird ein Ass. Yep, sag ich doch. Gut, das wird eine sehr kurze und schnelle Runde wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt hier so sehe. Ach, 4-0. Gut. Das gibt es auch mal. Dann haben wir jetzt hier halt eine einzelne Folge. War mal ein schnelles Game mit Timo. Wird auf jeden Fall wiederholt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr habt mal gesehen, so kann es auch laufen. Ich nehme es jetzt einfach mal so auf. Und arrivederci. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja.